Ja, wie geht's Ihnen, Frau Bonstedt? Ja, ich bin aufgeregt natürlich und voller Vorfreude. Das ist so ein Tag, auf den habe ich ja lange hingearbeitet. Und jetzt kommt der Film endlich raus. Und ich bin natürlich nervös, weil jetzt ist es spannend, wie er ankommt und wie die Zuschauer darauf reagieren. Also das ist natürlich... Es ist wie Weihnachten und Geburtstag und alles zusammen. Ja, das Baby, der erste Langfilm. Und ich habe den Presseinformationen entnommen, das mit der Regie, weil viele sagen dann, ja, Schauspielerin, jetzt macht es auch noch Regie. Das ist ja so der Klassiker, was dann gerne mal kommt. Aber Sie haben von Anfang an überlegt, ob Sie nicht vielleicht Regie machen. Genau, ich habe einfach immer schon Regie gemacht, also auch sogar schon auf dem Gymnasium, wenn man so Theatergruppe, wo man halt so anfängt. Ne? Also da habe ich gespielt, aber da habe ich dann auch schon damals auch ein Stück geschrieben und auch inszeniert. Also das war auf dem Gymnasium Gilching, 1000 Jahre her irgendwie. Und dann ging es so weiter in der Schauspielschule. Also ich hatte mich dann sowohl für Schauspiel als auch für Regie an diversen Schauspielschulen und Theaterschulen beworben, auch an der Filmhochschule, und habe dann so ein bisschen geguckt, was zuerst klappt, Regie oder Schauspiel. Und dann war es die Schauspielerei, und ich habe beides so gern gemacht und konnte mir beides gut vorstellen und habe dann glücklicherweise festgestellt, dass ich mich gar nicht unbedingt entscheiden muss, sondern dass beides machen darf. Und habe dann auch während der Schauspielschule wieder mit meinen Kollegen von der Schule auch kleine Sachen inszeniert und später, als ich am Theater war, auch an den Kammerspielen eine Produktion gemacht. Und so ging es irgendwie weiter. Dann habe ich für die Schauburg in München zwei Auftragsstücke geschrieben und inszeniert. Und genau, und dann irgendwann, weil ich selber ja als Schauspielerin viel gedreht habe, dachte ich, ach, jetzt probiere ich mal einen Kurzfilm. Und dann habe ich einen Kurzfilm und noch einen gemacht, also insgesamt drei. Ja, und die logische Folge, der nächste Schritt ist dann eben ein Langfilm. Und das ist jetzt Maria Mafiosi. Sie haben aber auch das Buch geschrieben. Mhm. Ist es leichter, wenn man dann sein eigenes Stück inszeniert, oder sind vielleicht fremde Stücke leichter? Das kenne ich jetzt nur vom Theater. Also ich habe auch fremde Texte inszeniert. Das ist auch toll, aber da muss natürlich was sein, was dich anspringt und wo die Fantasie losgeht. Jetzt bei meinem Buch war es so, dass niemand kannte sich besser aus in dem Stoff als ich. Also insofern hat es sicher Vorteile, ja. Also auch in der Arbeit dann mit dem Ensemble und den Schauspielern, dass man einfach alle Fragen gut beantworten kann und sich mit den Figuren und der Geschichte gut auskennt und sozusagen die Fragezeichen beseitigen kann. Was hat Sie inspiriert zu der Geschichte? Ja, das sind mehrere Faktoren. Ja. Also mir war schon wichtig, eine weibliche Hauptfigur zu schreiben, eine starke Protagonistin zu haben. Und ich wollte auch auf jeden Fall was Unterhaltsames. Also eine Komödie war irgendwie auch klar, das ist mir einfach nah, da fühle ich mich irgendwie zu Hause. Und Mafia- oder Gaunerfilm finde das Spielen mit solchen Klischees einfach reizvoll, ja. Also es gibt so ein paar Filme, die mich da vielleicht auch inspiriert haben. Also ich bin zum Beispiel ein Fan von diesem Bullets Over Broadway von Woody Allen. Das ist für mich so ein Film, das finde ich, der hat das einfach genial betrieben, dieses Klischee der Mafia, der lässt es dann auf den Broadway los, ja. Also sozusagen gleichzeitig ein Culture Clash zu erzählen. Bei uns eben die Italiener und die Bayern. Da steckt einfach ein großes Komödienpotenzial drin. Ja, Sven Burgemeister, der Produzent, hat schon verglichen als die bayerischen Sopranos. Ah, okay, ja. Ja, das hat er öfter gesagt. Also genau, Sven Burgemeister, der kam dann ja zum Glück, also der mochte meine Geschichte, und mit dem habe ich die Geschichte sozusagen perfektioniert. Ja, also das Buch war erst viel zu lang, wir haben das, mussten das ziemlich kürzen, optimieren, eindampfen, haben, ich meine, es ist ein Ensemblefilm, das ist natürlich auch für so ein Debüt eine ziemlich große Nummer mit so vielen Schauspielern. Es waren am Anfang noch mehr Rollen, also wir haben das alles noch mal ein bisschen, die Essenz daraus geholt.
Ja, die bayerischen Sopranos, ja, warum nicht? Also Tatsache ist, es fällt einem zu diesen Figuren durchaus auch noch mehr ein. Das hat man schon so am Set gemerkt, dass auch die Schauspieler gesagt haben, das wäre doch noch lustig und das. Also jede Figur könnte so, hat so ihre Eigendynamik entwickelt und ihr Eigenleben. Ja, das ist schön, das ist schön. Das heißt, dass die lebendig sind. Einige Kritiker haben schon verglichen mit den Eberhofer-Krimis, was vielleicht nicht von ungefähr kommt, weil ja ihre Hauptdarstellerin, die Lisa Maria Potthoff, da auch die Susi spielt. Wie sehr nervt Sie dieser Vergleich? Mich nervt es nicht. Es ist halt ganz lustig, weil Maria Mafiosi gibt es eigentlich schon ein bisschen länger, also in meinem Kopf zumindest. Ja. Also ich habe mir da nichts abgeschaut, sondern ich hatte das erste Buch, die erste Fassung gab es schon, da kam Dampfnudelblues gerade raus. Als ich das damals gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das ist so, in die Richtung stelle ich mir Maria Mafiosi auch vor. Also das ist natürlich, ich glaube aber, das profitiert voneinander. Ja. Ich meine, es gibt nicht so oft weibliche Hauptfiguren in bayerischen Komödien, muss man mal sagen. Und dass wir natürlich tolle bayerische Schauspieler haben, die wir gerne sehen. Und vor allem haben wir aber auch ein tolles bayerisches Publikum. Also ich glaube, die Bayern, die lieben einfach ihre Leute und die gucken das gerne und die lieben auch diesen Humor. Ja? Also ich finde schon, das ist ja auffallend, dass solche Filme in Bayern im Kino auch einfach so gut funktionieren. Weil man einfach gerne die Leute wiederentdeckt und wieder sieht in anderen Rollen. Und diesmal ist es eben nicht die Susi, sondern es ist die Maria. Und es ist wirklich eine ganz andere Figur. Wie haben Sie sich eigentlich zusammengefunden? Haben Sie schon zusammen gespielt? Oder wie sind Sie... Auf die Lisa? Ja. Also die Lisa und mich verbindet tatsächlich auch schon ein ganz langer Weg. Ist ganz lustig, weil wir sollten, ich glaube, es ist wirklich 15 Jahre her, ja. Da habe ich eine Regie gemacht in Heidelberg am Theater und sie sollte die Wendler in Frühlingserwachen spielen. Und da haben wir uns getroffen und ich also auch in der Funktion der Regisseurin, sie als Schauspielerin. Das kam dann nicht zustande, weil sie ein großes Fernsehangebot bekommen hat und überhaupt nicht in Heidelberg angetreten ist als Schauspielerin. Also darum haben wir nie zusammen gearbeitet. Wir haben auch nie zusammen gespielt, was daran liegt, dass es meistens immer nur eine Frau und einen Haufen Männer drumherum gibt. Das ist sehr bedauerlich, weil man würde manchmal gern mit seinen guten Kolleginnen ja auch zusammen vor der Kamera stehen. Insofern haben wir das jetzt aber eingelöst, diese Zusammenarbeit. Und es war total lustvoll und hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Und ich finde, sie ist die perfekte Maria, ja. Weil ich glaube, ihr die coole, taffe Polizistin und finde aber eben auch so schön, also dass sie mit diesem großen Schwangerbauch und dieser Weiblichkeit, die sie dadurch so vor sich herträgt, ja auch was ganz Verletzliches hat. Stimmt es, dass Sie beim Schreiben schon an Lisa Maria Potthoff gedacht haben im Kopf? Also ich beim Schreiben, so bin ich einfach gestrickt. Ich denke da viel an Schauspieler, ja. Das ist natürlich ein bisschen in der Natur der Sache, weil ich ja meine Kollegen auch sehr schätze und liebe und habe dann manchmal den oder die im Ohr. Man weiß ja nicht, ob es dann klappt letzten Endes. Also wenn man jetzt sich das Ensemble hier anschaut, dann gab es wirklich Leute, die hatte ich total im Ohr. Lisa auch, ja, aber auch, dann gab es zum Beispiel die Irmi, ja, die Irmi ist eine kleine Figur, das spielt die Moni Gruber, aber da war für mich, also die hatte ich so im Ohr und als ich sie dann angefragt habe, hat sie mir erstmal abgesagt, hat gesagt, ah, das ist so klein und ich weiß nicht und 3 Tage und so, habe ich gesagt, Moni, das kannst du jetzt nicht machen, du bist die Irmi, ich weiß überhaupt nicht, wen ich sonst fragen soll und dann hat sie also aus Solidarität gesagt, das ist mein Debüt und das kannst du mir jetzt nicht absagen. Hat sie gemeint, du bist ja so süß, ja gut, dann machen wir das halt. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass sie es gespielt hat, weil ich finde es perfekt, also in der Kombination mit Alexander Held und den Kindern und so, also man versteht einfach auch Maria, die ein bisschen ein kritisches Verhältnis zu ihrer Stiefmutter hat, ja. Sven Burgemeister hat auch gesagt, dass er gerne mit Ihnen zusammengearbeitet hat, egal ob pro Quote, Frauenregie. Wie sehen Sie das ganze Thema? Ich bin ein Anhänger der Quote, muss ich sagen. Und ich glaube, dass das schon vielen Frauen jetzt die Türen einfach öffnet. Also das stimmt, als ich mit Sven zusammenkam, was das Projekt angeht, war das noch nicht so... Programm, dieses Pro-Quote hat sich danach erst gegründet und gebildet, aber sagen wir mal für die Finanzierung und für die Aufmerksamkeit und so ist es sicher jetzt auch nicht so verkehrt gewesen. Ja, das, ich meine, es ist einfach ein Ungleichgewicht und ich weiß, ich bin kein Zahlenfan und ich finde auch sozusagen zu bestehen, zu sagen, es müssen, weiß ich nicht, 30% oder wie viel auch immer sein, und ich glaube, sie pochen ja eigentlich auf 40%,
Aber die Quote ist ein Instrument, um darauf aufmerksam zu machen, dass da ein Ungleichgewicht herrscht. Und das ist schon, also ich meine auch mal Geschichten aus der Sicht der Frauen zu erzählen, die ja vielleicht einen ganz anderen Blick auf die Dinge haben oder vielleicht auch einen anderen Humor, ist wichtig, ist ein Spiegel der Gesellschaft. Nächste Projekte? Gibt es eine Fortsetzung von Franzi, würde ich mir so wünschen. Ja. Nee, also von Franzi ist nichts geplant, also nicht, dass ich davon wüsste. Das war auf eine Art auserzählt, weil da ging es ja um die Probleme der Mit-30er. Ich bin jetzt über 40, also ich weiß nicht, ob es jetzt, vielleicht geht es dann irgendwann um die Mit-40er, die haben andere Krisen, das könnte man drüber nachdenken natürlich. Ich schreibe an verschiedenen Sachen, aber das ist alles irgendwie sind noch ungelegte Eier. Also die müssen jetzt auch, mit denen gehe ich jetzt auch schwanger. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ansonsten möchte ich natürlich auch weiter spielen. Also mich gibt es auch weiter als Schauspielerin. Ist mir auch total wichtig, ja, dass es jetzt nicht heißt, irgendwie Frau Ronstedt macht nur noch Regie. Also das ist schon auch einfach, es macht mich ja auch aus, dass ich beides mache.